das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Wir beginnen die Sendung mit einer beunruhigenden Meldung, die uns am Abend erreichte. Es gäbe die sehr eindeutige Möglichkeit, dass Russland sich für ein militärisches Vorgehen entscheidet, sagte der Sicherheitsberater des US-Präsidenten und meinte damit einen Einmarsch Russlands in die Ukraine. US-Bürger sollten die Ukraine verlassen. Joe Biden telefonierte mit westlichen Spitzenpolitikern. Lassen wir uns das einordnen von Verena Bünden in Washington. Verena, die US-Regierung hält also einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele am 20. Februar für möglich. Woran macht sie das fest? Laut dem nationalen Sicherheitsberater Sullivan sind da Rückschlüsse auf die Truppenbewegung entscheidend, nämlich das massive Zusammenziehen von Militär auf russischem und belarussischem Boden. Darüber hinaus wollte er keine Details zu Geheimdienstinformationen geben. Er ist auch nach Berichten gefragt worden, nach denen Putin die finale Entscheidung zum Angriff bereits getroffen habe und auch ans russische Militär kommuniziert haben soll. Das wollte Sullivan nicht bestätigen. Er sagte nur, ein russischer Angriff sei sehr gut und sehr bald möglich. Wir hören auch, dass weitere 3000 US-Soldaten nach Polen geschickt werden und US-Bürger, ich habe es gerade schon gesagt, werden aufgefordert, die Ukraine binnen 48 Stunden zu verlassen. Das klingt aber schon danach, als nehme man die Situation sehr ernst. Das tut man in der Tat und das sieht man auch an der Eindringlichkeit, mit der diese Warnung, das Land zu verlassen, vorgetragen wird. Sullivan sagte nochmal, noch seien die Straßen offen, noch gäbe es Linienflüge. Im Falle eines Angriffs rechne man aber mit Luftangriffen und mit Bodenoffensiven, sodass dann eben eine Ausreise unmöglich sei. Und er betonte auch nochmal, dass die USA keine amerikanischen Zivilisten evakuieren werde, dass es also keine amerikanischen Soldaten auf ukrainischem Boden geben solle, weil Präsident Biden in dem Fall das Risiko eines Weltkriegs sieht. Und wie ernst die Lage ist, sieht man auch daran, dass Biden gerade eben nicht nach Hause nach Delaware geflogen ist ins Wochenende, sondern zum Wochenendsitz der Präsidenten Camp David. Dort hat er die gleiche Logistik wie im Weißen Haus. Dort kann er also im Ernstfall dann auch entsprechend agieren. Mhm. Klingt brenzlig. Warten wir, wie es weitergeht. Danke, Verena Bünden, für die aktuellen Informationen. Nach Deutschland und zur Diskussion über die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegesektor, bei der sich die Politik in großen Teilen noch vor kurzem einig war, dass sie kommen soll. Das war Mitte Dezember sogar so klar, dass Bundestag und Bundesrat innerhalb weniger Stunden das Gesetz verabschiedeten. Ab dem 15. März soll niemand Ungeimpftes mehr in einer Klinik, Arztpraxis oder einem Pflegeheim arbeiten dürfen. Aber dann kamen die Fragen aus den Ländern von der Opposition. Wie soll das umgesetzt werden und wie genau ist mit denen umzugehen, die sich nicht impfen lassen wollen? Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen hatten gar gegen die Impfpflicht geklagt. Vor dem Bundesverfassungsgericht und das hat heute entschieden. Christoph Kehlbach. Pflege rund um die Uhr. Gabriele Höpken und Anastasia Peters bei der Versorgung einer schwerstkranken Patientin. Höpken leitet einen mobilen Pflegedienst für Intensivpatienten. Von ihren 150 Beschäftigten sind mehr als 30 ungeimpft gegen Covid. Auch Anastasia Peters. Und sie will es bleiben, trotz Impfpflicht für ihre Branche. Ich habe alle notwendigen Impfungen vorzuweisen, die für meinen Beruf notwendig sind. Bei dieser Impfung sehe ich keine Notwendigkeit, weil ich sehe auch den Schutz nicht. Der Gesetzgeber dagegen sieht den Schutz. Darum hat er bereits vor 2 Monaten beschlossen, ab dem 15. März müssen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, geimpft oder genesen sein. Einen entsprechenden Nachweis müssen sie ihrem Arbeitgeber vorlegen. Wenn sie das nicht tun, wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. Das kann Betreuungs- und Tätigkeitsverbote erlassen. Auch Bußgelder sind möglich für Arbeitskräfte und Arbeitgeber. Eilanträge gegen diese gesetzliche Regelung hat das Bundesverfassungsgericht nun abgelehnt. Es bestünden momentan keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Für das Gericht überwog die große Gefahr für die Gesundheit alter und kranker Menschen. Zitat: Für diese ist auch im Hinblick auf die Omikron-Variante des Virus weiterhin eine möglichst frühzeitige Unterbrechung von Übertragungsketten besonders wichtig. Die endgültige Entscheidung über die Impfpflicht wird das Verfassungsgericht in einigen Monaten bekannt geben.
Bayerns Gesundheitsminister zeigte sich heute zufrieden mit dem Eilbeschluss, nachdem sein Ministerpräsident noch vor wenigen Tagen angekündigt hatte, das Gesetz zunächst nicht umsetzen zu wollen. Vom Konsens her sind wir uns alle einig, dass das Impfen der Weg aus der Pandemie ist, dass wir diese einrichtungsbezogene Impfpflicht wollen, als ersten Schritt zur allgemeinen Impfpflicht und nicht mehr und nicht weniger. Gabriele Höpken, die Leiterin des Intensivpflegedienstes, ist dagegen ernüchtert. Sie hat erst kürzlich mehrere ungeimpfte Pflegekräfte eingestellt. Weil das gute Fachkräfte sind, ich noch nach wie vor einen Personalmangel habe und die Leute gut versorgt werden sollen. Allerdings, ab März könnten deswegen empfindliche Bußgelder auf sie zukommen. Es sei denn, sie entscheidet sich doch, ihre ungeimpften Mitarbeiterinnen nicht mehr zu beschäftigen. Wenn schon die Debatte über die Impfpflicht einer kleineren Gruppe eine dermaßen aufgeladene Diskussion ist, wie erst soll es dann alsbald zu einer Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht kommen? Zumal es dafür mehrere Entwürfe gibt, von denen einer, der eine Pflicht ab 50 Jahren vorsieht, noch nicht einmal offiziell vorliegt. Dabei wäre es im Sinne der Befürworter, einen so einschneidenden Beschluss mit einer großen Mehrheit im Bundestag zu verabschieden. Wann allerdings dort beraten und abgestimmt werden soll, das ist bislang unklar. Tim Diekmann. Der Bundestag. Er hat schon viele richtungsweisende Entscheidungen getroffen, treffen müssen. Die Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, sie wird wohl eine der nächsten großen Entscheidungen sein. Impfpflicht oder nicht, gleich vier Anträge haben Abgeordnete dazu bereits ausgearbeitet. Einer rund um den FDP-Abgeordneten Ullmann soll noch dazukommen. Gruppenanträge, mal von der Fraktion, mal parteiübergreifend, sowie der Antrag des Grünen Janosch Dahmen, den er gemeinsam mit Vertretern von SPD und FDP erarbeitet und heute vorgestellt hat. Im Moment ist die Impfquote zu niedrig und wir schaffen jetzt mit einem Gesetzesvorschlag die Voraussetzung, dass durch zusätzliche Aufklärungsarbeit, durch zusätzliche Impfangebote und eine Impfpflicht für alle Erwachsene ab 18 Jahren ein Rahmen geschaffen wird, dass wir jetzt vorsorgen für den nächsten Herbst und Winter und damit sicher rauskommen aus dieser Pandemie. Geht es nach Dahmen, soll die Impfpflicht am 1. Oktober eingeführt werden, um rechtzeitig vor einer möglichen Herbstwelle gewappnet zu sein. Wir sollten jetzt vorausschauend handeln, mit Regeln, die heute gelten, mit Maßnahmen, die jetzt vorausschauend dafür sorgen, dass wir gar nicht erst wieder in schwierige Zeiten kommen. Ein Appell auch an die Unionsfraktion, die ihren Antrag heute ebenfalls vorgestellt hat. Das Impfvorsorgegesetz soll, so Tino Sorge von der CDU, den Druck aus der aufgeladenen Diskussion nehmen. Wir haben gesehen, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen auch gibt. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass dieser Antrag befriedet, dass sich also möglichst viele dahinter versammeln können. Und dass wir sagen, das ist ein Antrag der Unionsfraktion. Also im Grunde haben wir das geschafft, was die Regierungskoalition versäumt hat. Der Vorschlag, Einführung eines Impfregisters und stufenweise Impfpflicht für Personen über 60 Jahren, in einem zweiten Schritt über 50, im letzten Schritt will die Union auch eine Impfpflicht für Personal der kritischen Infrastruktur vorschreiben. Wir müssen gefährdete Gruppen schützen, also vulnerable Gruppen, und müssen dann aber auch die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Das heißt, Impfpflicht, wenn, nur als allerletztes Mittel. Greifen soll die Impfpflicht nur, wenn im Herbst wieder eine aggressive Virusvariante unterwegs ist. Die Bedeutung einer Impfpflicht betont auch Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Antrittsrede heute im Bundesrat. Eins ist klar, der einzige Weg aus der Krise bleibt das Impfen. Deshalb setzen wir auch weiter alles daran, Menschen von der Wirksamkeit der Impfung zu überzeugen, weil der nächste Herbst und Winter auch erneut mit steigenden Infektionen verbunden sein könnten, macht auch die allgemeine Impfpflicht Sinn. Impfpflicht oder nicht? Am Ende muss das Parlament die Richtung weisen und entscheiden. Dass das aber noch im Februar passiert, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Und in Berlin begrüße ich den Bundesgesundheitsminister. Guten Abend, Herr Lauterbach. Guten Abend, Frau Miosga. Beginnen wir mit der Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen, die heute vom Verfassungsgericht zunächst bestätigt wurde. Aber alle raufen sich die Haare und fragen sich, wie das Ganze umsetzen. Haben Sie selbst unterschätzt, wie kompliziert das würde?
Nein, das habe ich nicht unterschätzt. Wir sind ja auch mit den Ländern schon seit Wochen an einer Umsetzungsstrategie und haben dazu jetzt erst heute wieder eine Handreichung vorbereitet. Das ist eine große Aufgabe und wir müssen das gemeinsam schaffen. Aber dass es leicht würde, das hat niemand geglaubt. Dafür sind es einfach zu viele betroffene Menschen. Viele Länder fordern eine bundeseinheitliche Linie. Der saarländische Ministerpräsident etwa hat diese Woche hier in den Tagesthemen vor einem, wie er sagte, Verschiebebahnhof gewarnt. Wenn eine ungeimpfte Pflegerin beispielsweise in Baden-Württemberg nicht mehr arbeiten darf, dann fährt sie eben nach Bayern, weil es da womöglich ewig lange Übergangsfristen gibt. Das sehe ich nicht so, denn das Gesetz gilt ja überall. Also von daher muss es auch überall umgesetzt werden. Und selbstverständlich ist also zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz also Gültigkeit gewinnt, die Beschäftigung von jemandem, der nicht geimpft ist, ist nicht mehr erlaubt. Das heißt, dass diese Möglichkeit besteht gar nicht. Und also die Umsetzung, wie gesagt, einheitliche Umsetzung wäre richtig, aber im Großen und Ganzen steht ja im Vordergrund, das Gesetz gilt überall und für alle vom gleichen Tag an. Aber arbeiten Sie jetzt gemeinsam mit den Ländern an einheitlichen Regeln? Wir arbeiten an einer Umsetzungshandreichung, kann man sagen. Und das ist auch richtig, was zum Beispiel passiert mit denjenigen, die einmal geimpft sind schon, oder was passiert mit denjenigen, die schon einen festen Impftermin haben, was passiert mit denjenigen, die also beispielsweise medizinische Gründe haben, die die Impfung nicht möglich machen. Wie wird das geprüft? Also wie all diese Punkte umzusetzen sind, daran arbeiten wir mit den Ländern schon eine ganze Zeit. Und da kommen wir wahrscheinlich auch zu einer einheitlichen Handreichung. Aber wichtig ist, das Problem ist tatsächlich die Umsetzung überhaupt. Das ist keine Kleinigkeit und da müssen wir alle zusammenhalten. Minister Lauterbach, bei der Teilpflicht schon so viele offene Fragen gibt, wie soll dann erst eine allgemeine Impfpflicht umgesetzt und kontrolliert werden? Glauben Sie noch daran, dass die wirklich kommt? Ich glaube, dass wir also alle gut beraten sind, für die allgemeine Impfpflicht zu kämpfen. Weil was ich mir nicht vorstellen möchte, ist, dass wir im Herbst, in den dritten Herbst hineingehen und stehen vor den gleichen Problemen. Wir haben halt im europäischen Vergleich eine sehr große Zahl von ungeimpften älteren Menschen. Und also der Schutz dieser älteren Menschen, die also ungeimpft sind, und auch derjenigen, die Risikofaktoren haben, der würde uns dazu ja zwingen, wieder Schutzmaßnahmen einzuleiten, wenn wir im Herbst eine neue Variante zum Beispiel bekämen. Somit brauchen wir die allgemeine Impfpflicht, sonst also werden wir im Herbst erneut diese Debatten haben, die wir jetzt haben. Also was können wir öffnen, was müssen wir schließen, wie geht es mit den Kindern weiter? Ich glaube, das kann man der allgemeinen Bevölkerung auch nicht mehr zumuten, dass wir hier ständig über Schließungen debattieren müssen, weil eine kleine Gruppe in der Bevölkerung nicht bereit ist, sich freiwillig impfen zu lassen. Aber das Ganze kommt ja irgendwie nicht in die Gänge. Alle Gruppenanträge sollten eigentlich schon kommende Woche im Bundestag beraten werden. Aber weil eben noch nicht alle Anträge schriftlich vorliegen, auch übrigens ja einer von der FDP, zieht sich das ziemlich in den April. Ist das jetzt Taktik auch von der FDP, das Ganze zu verschleppen? Also ich spekuliere hier nicht über die Gründe für mögliche Verschleppung. Ich kann nur so viel sagen, die Gesetzentwürfe, die sind fertig. Auch der Gesetzentwurf also für die Impfpflicht ab 50, der ja federführend von Herrn Ullmann von der FDP entwickelt worden ist, aber auch der Antrag Impfpflicht ab 18 ist fertig. Die Gesetzentwürfe sind da. Somit könnte die Debatte in der nächsten Woche stattfinden. Und wenn die Gruppen sich darauf einigen, wie gesagt, das kann nicht ich beeinflussen, sondern das ist Arbeit der Gruppen im Parlament, dann fände ich das sehr gut, weil je früher wir die Debatte führen, desto schneller kommen wir auch zu einer klaren Lösung. Gut, also wir gehen mal davon aus, die Inzidenzen werden niedriger in den nächsten Wochen und die Lage entspannt sich. Können Sie den Menschen dann eigentlich noch erzählen und sie damit überzeugen, dass wir die Impfpflicht brauchen, weil wir im Herbst vielleicht eine neue gefährliche Variante erleben werden? Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Kann man einen so gravierenden Schritt auf einen Konjunktiv bauen? Zunächst muss man ja hier nicht mit vielleicht arbeiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, gehen alle davon aus, dass es im Herbst wieder Probleme geben wird mit anderen Varianten möglicherweise. Aber selbst wenn nur die Omikron-Variante zurückkäme, könnten wir auch nicht sagen, wir gehen jetzt in den Herbst ohne jede
Einschränkungen. Wahrscheinlicher ist aber, dass eine andere Variante kommt. Und darauf muss man vorbereitet sein. Also ich halte diese Strategie, dass man sagt, okay, warten wir doch mal ab, ob im Herbst noch mal was kommt, ja oder nein. Und wenn was kommt, reagieren wir dann. Das halte ich für die falsche Strategie. Das ist die Strategie, mit der wir schon also im letzten Herbst keinen Erfolg gehabt haben. Und somit ist es nicht also irgendwie eine Spekulation, kommt noch mal eine Variante, sondern hier muss man sich auf die dominierende wissenschaftliche Analyse verlassen. Und die ist halt die, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es im Herbst keine Probleme mehr gibt. Sagt der Bundesgesundheitsminister. Danke, Herr Lauterbach, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Eine Impfpflicht und welche Fragen bleiben? Die Meinung von Gabor Hallas vom Norddeutschen Rundfunk. Ich habe meine Meinung geändert. Erst war ich für eine Impfpflicht, heute bin ich hin und her gerissen. Mich ärgert, dass die Debatte ideologisch geführt wird, denn Zweifel sind wichtig. Es ist ein Glück, dass wir die Impfung haben. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass sie Zehntausenden das Leben gerettet hat. Auch bei Omikron schützt die Impfung sehr gut vor schweren Verläufen, allerdings wirkt sie eben nicht mehr so gut. Auch viele Geimpfte stecken sich an. Wer eine Impfpflicht will, muss klar sagen, wie es gehen soll. Da überzeugen mich die bisherigen Anträge aus dem Bundestag nicht. Ich frage mich, schützt meine dreifache Impfung überhaupt im Herbst noch? Welche Varianten beschäftigen uns dann? Ein Gesetz auf Vorrat zu beschließen, kann nicht die Lösung sein. Allen voran wäre jetzt der Bundesgesundheitsminister gefragt. Karl Lauterbach freut sich über die heutige Eilentscheidung aus Karlsruhe, aber wie ich finde, ohne Grund. Die Verfassungsrichter sagen zwar, das Risiko einer Impfung ist deutlich geringer als das einer Corona-Erkrankung, aber sie bemängeln, dass das Gesetz viel zu ungenau ist, dass es nicht sagt, wie die Impfpflicht in Pflegeberufen umgesetzt werden soll. Karl Lauterbach verweist auf eine Handreichung, 23 Seiten. Wenn es 23 Seiten braucht, um ein Gesetz zu erklären, sagt das schon viel. Wie kann ich einer Bundesregierung vertrauen, die in einer so wichtigen Frage wenig konkret wird? Mein Eindruck ist, die Politik hat sich entschieden, sich nicht zu entscheiden und wichtige Fragen nur vage zu beantworten. Das ist zu wenig, gerade wenn es um Grundrechte geht. Die Meinung von Gabor Hallas. Für diese Immobilie hat der aktuelle Hausherr alle Chancen, seinen Vertrag verlängert zu bekommen. Am Sonntag wird der Bundespräsident gewählt und Frank-Walter Steinmeier von SPD, Grünen, FDP und der Union unterstützt. Parteipolitisches Gerangel zwischen den Großen blieb aus, auch weil Steinmeier seine SPD-Mitgliedschaft als Staatsoberhaupt bewusst ruhen lässt und er über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung genießt. Über die Wahl entscheidet die Bundesversammlung, die in Berlin zusammenkommt. Diesmal sind es 1472 Frauen und Männer. Das sind zum einen alle aktuellen Bundestagsabgeordneten, also 736. Und genauso viele entsenden noch einmal die Landtage der Bundesländer. Wer aus Baden-Württemberg mit dabei sein wird, zeigt Markus Pfalzgraf. Das wird spannend. Die Augen hellwach. Ihr Geist ist es auch. Carla Spagerer kennt den aussichtsreichsten Kandidaten schon. Frank hat auch so gelacht. Der Frank, der war 2013 im SPD-Wahlkampf in Mannheim zu Besuch. Jetzt darf sie zur Wahl nach Berlin. Da ist man wirklich, hat man die Worte gefehlt. Das kommt sehr selten vor bei mir, aber es war so. Mannheim, Waldhof, ein altes Arbeiterviertel. Hier ist Carla Spagerer verwurzelt als SPD-Mitglied. Als Carla Spagerer 9 Jahre alt war, ungefähr so alt wie ihre Urenkel heute, hat sie die Pogromnacht 1938 erleben müssen. Und da haben wir gesehen, wie die SA gewütet hat. Alles auf die Straße geworfen, Möbel, Bilder. Und wir haben gesehen, wie sie Frauen und Männer abführten. Die hatten einen Koffer in der Hand oder eine Tasche. Aber wir sahen auch, wie verzweifelt dass sie waren. Ihr Enkel ist zu Besuch. Carla Spagerer erzählt nicht nur beim Kaffee von der Vergangenheit, sondern auch an Schulen mit Mannheimer Parteifreunden. Damit hat sie erst vor wenigen Jahren angefangen, als der Antisemitismus in Deutschland wieder zunahm. Sie wird in Berlin auf prominente Wahlleute treffen, wie Schriftsteller Sascha Stanisic oder Sängerin Joy Denalani. Und auch Fußballtrainer Christian Streich. Dann freue ich mich, dass ich da dabei sein darf, wenn der Bundespräsident gewählt wird, was ja keine unwichtige Wahl ist. Und es ist ja schön, dass Bürger daran teilnehmen dürfen.
Bürger wie Bundestrainer Flick oder Bayern-Star Goretzka. Diesmal auch Virologinnen und Virologen wie Christian Drosten oder Sandra Ziesek. Sie ist eine der Jüngsten in der Bundesversammlung. Clara Schweizer ist in der Umweltbewegung aktiv. In Nürtingen bei Stuttgart macht sie ein Praktikum in einem ökologisch-kulturellen Zentrum. Auch für sie eine Ehre, das höchste Staatsamt mitwählen zu dürfen. Junge Personen bekommen eine Stimme bei politischen Entscheidungen, Frauen bekommen eine Stimme und auch Klimaschutz rückt in den Mittelpunkt. In Nürtingen ist Clara Schweizer im Jugendgemeinderat. Hier will sie vor Ort Umweltpolitik machen. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich sage immer, dass ich mit 90 Jahren dann im Schaukelstuhl sitzen will und sagen können will, ich habe die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht. Und heute Abend gehe ich früh ins Bett. Als sie 19 war, da war ihr Vater gerade aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Carla Spagerer trennt so viel von Clara Schweizer und doch werden beide mitbestimmen, wer der nächste Bundespräsident wird. Die Bundesversammlung und damit auch die Wahl werden diesmal ausgelagert. Normalerweise bildet der Bundestagssaal einen würdigen Rahmen. Doch wegen Corona zieht man um ins Paul-Löbe-Haus. Ein Bau mit 8 Geschossen und einer Menge Platz, wo zahlreiche Abgeordnete ihre Büros haben und Bundestagsausschüsse tagen. Auch wenn die Wiederwahl Steinmeiers als sicher gilt, gibt es 3, die gegen ihn antreten. Die Linke hat den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert nominiert. Die AfD den CDU-Mann Max Otte, der vorläufig aus der CDU ausgeschlossen wurde. Und die Freien Wähler treten mit Stefanie Gebauer an. Martin Schmidt über das Trio mit wenig Chancen. Haben Sie vielleicht gestern im Fernsehen gesehen, Nachrichten? Nein. Zu meiner Person? Nein. Nein? Nein. Ich will nämlich die Bundespräsidentin werden. Kandidatin sein ist kein Selbstläufer. Auch nicht an der Wursttheke im eigenen Heimatort. Ist denn alles, ja? Genau. Stefanie Gebauer will nach Berlin, ins Schloss Bellevue. Auch wenn es sich hier in Brandenburg noch nicht überall herumgesprochen hat. Ein Werbedreh sollte das noch ändern. Gebauer ist Kommunalpolitikerin, tritt für die Freien Wähler an. Mit 41 die jüngste Kandidatin, die sich jemals zur Wahl gestellt hat. Gebauer ist promovierte Astrophysikerin, beschäftigt sich mit Leben auf anderen Planeten. Nun ihr irdischer Drang in die große Welt der Politik. Insbesondere möchte ich Frauen Mut machen, sich in Führungspositionen zu begeben, Führungsaufgaben zu übernehmen, sich nicht zu verstecken. Gebauer ist die einzige Bewerberin, ihre Konkurrenten männlich. Für die Linke Gerhard Trabert. Ist es denn etwas besser geworden, nachdem Sie jetzt so... Seit Jahrzehnten kümmert sich der Arzt um die, die oft vergessen werden. Obdachlose, Flüchtlinge, Menschen in Not. Immer wieder besucht er Krisenregionen, reist zu Katastropheneinsätzen, ob nach dem Hochwasser im Ahrtal oder auch bei Seenotrettern im Mittelmeer. Dass Armut krank macht, macht ihn regelrecht wütend. Vor allem die Gesundheitsversorgung armer Menschen ist sein Lebensthema geworden. Dass dann gesagt wird, wir haben nicht genügend Geld, Ressourcen, um hier die Versorgung zu garantieren. Und das darf nicht sein. Wir sind ein reiches Land. Wir müssen mehr soziale Verantwortung übernehmen, in diesem Land, aber auch über die Grenzen hinweg. Der dritte Herausforderer von Frank-Walter Steinmeier, Ökonom Max Otte. Eigentlich CDU-Mitglied, doch schon länger in AfD-Kreisen unterwegs. Er sagte einst die Finanzkrise voraus, verdient mit eigenen Aktienfonds viel Geld. 30.000 Euro spendete er in den vergangenen Jahren an die AfD. Ausgerechnet die schickt Otte jetzt ins Rennen. Umstritten ist er auch wegen rechtspopulistischer Thesen. Wir sind eher unfrei als frei. Also wir sind schon irgendwo über die Mitte gekippt. Also wenn man sieht, dass Menschen eingeschüchtert werden, wenn man sieht, dass Gesetze willkürlich geändert werden. Die drei Herausforderer, sie gehen offen damit um. Echte Chancen gegen Amtsinhaber Steinmeier haben sie keine. Für Bundeswirtschaftsminister Habeck ging es heute zu seinem Antrittsbesuch nach Warschau. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Bei dem Treffen mit seinen polnischen Kollegen ging es vor allem um Klima- und Energiefragen. Vizeministerpräsident Sasin machte die EU für die gestiegenen Energiepreise im Land mitverantwortlich und forderte eine finanzielle Beteiligung an den sozialen Kosten. Beide betonten jedoch ihre Absicht, Stromgewinnung aus Kohle weiter zu reduzieren.
Ich habe eine Frage. Die Inflationsrate in Deutschland bleibt weiterhin auf hohem Niveau. Vor allem Heizöl, Gas, Benzin und Strom verteuerten sich zum Jahresbeginn deutlich. Die Verbraucherpreise lagen im Januar 4,9% höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Dezember war die Teuerungsrate mit 5,3% auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren gestiegen. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs haben bei einer Konferenz in Frankreich über einen besseren Schutz der Weltmeere beraten. Zum Abschluss des One Ocean Summit in Brest stellten die Teilnehmer unter anderem Initiativen gegen Plastikmüll und Überfischung vor. Die EU-Staaten erklärten, noch in diesem Jahr ein Abkommen zur nachhaltigen Nutzung der Meere anzustreben. Kommen wir zu einer Geschichte, in der diese Frau die Hauptrolle spielt und nichts Geringeres tat, als vor dem obersten Gerichtshof der USA die Vereinigten Staaten von Amerika zu verklagen. Sie wollte ihren Sohn aus dem Gefangenenlager Guantanamo befreien, wo dieser wegen Terrorverdachts saß. Ein Gang vor die Richter, der angesichts der politischen Stimmung nach den Anschlägen vom 11. September in New York eigentlich genauso chancenlos wie mutig war und den jetzt Regisseur Andreas Dresen in seinem Film Rabih Kurnaz gegen George W. Bush erzählt. Eine ARD-Koproduktion, die auf der Berlinale als einer von zwei deutschen Beiträgen um den Goldenen Löwen kämpft. Robert Holm. Rabih Kurnaz ist Hausfrau aus Bremen. Ihr Sohn sitzt im US-Gefängnis Guantanamo in Haft. Doch sie ist von seiner Unschuld überzeugt, will ihn befreien. Und was heißt Rabih Kurnaz vs. George W. Bush? Ja, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du. Eine Frau aus einfachen Verhältnissen, in Anführungsstrichen, besiegt die Mächte dieser Welt. Und das in einer Welt, wo wir meistens doch gewohnt sind, dass man abends so vorm Fernseher sitzt bei den Nachrichten und denkt, kannst du eh nichts machen. Eine wahre Geschichte, die Hoffnung macht. Im Jahr 2004 reist Rabih Kurnaz nach Washington. Da hat sie schon lange nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Ich bin Mama von Murat Kurnaz. Ich hoffe, dass das alles bald gut geht und ich möchte, dass der Unschuldige bald freigelassen werden. Fast 5 Jahre sitzt ihr Sohn Murat Kurnaz in Guantanamo, ohne Anklage. Rabih Kurnaz könnte verzweifeln, doch sie kämpft gegen die USA. Im Film wird sie gespielt von Meltem Kaptan, voller Energie und auch voller Witz. Wir übergeben im Weißen Haus eine Petition. Petition? Eine Art Brief, eine Forderung. Kann man nicht mit Post schicken? Ich finde ja tatsächlich, dass Rabih Kurnaz eine richtige emotionale Intelligenz mitbringt. Ne? Das heißt, sie ist ja alles im Bauch. Was sie denkt und fühlt, das sagt sie. Rotes Kreuz. An ihrer Seite der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, gespielt von Alexander Scheer. Hier ist eine Mutter. Die hat ihren Sohn seit 3,5 Jahren nicht gesehen. Es ist eine emotionale, aber auch eine politische Geschichte. Und für den echten Anwalt Bernhard Docke ist die auch noch nicht vorbei. Es ist immer noch eine offene Wunde, nicht nur, weil noch Gefangene in Guantanamo sitzen und die politisch Verantwortlichen in Deutschland, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Herr Kurnaz nicht bereits schon 2002 in Richtung Deutschland entlassen werden konnte. Die haben Karriere gemacht und sich bei Herrn Kurnaz nicht entschuldigt. Von daher ist dieser Fall nicht abgeschlossen. 2006 kam Murat Kurnaz nach fast 5 Jahren aus Guantanamo frei und zurück nach Bremen zu seiner Mutter. Ein gutes Ende der Geschichte. Der Film dazu, eine ARD-Koproduktion, hat morgen Premiere auf der Berlinale. Und dieser Film kämpft doch tatsächlich nicht um die Goldenen Löwen, sondern um den Goldenen Bären, habe ich gerade falsch gesagt. Willkommen zu den Olympischen Spielen. Da gab es heute erneut Gold und Silber für Deutschland, wieder im Eiskanal. Aber heute war es trotzdem eine Premiere, Julia. Ja, und eine Riesenüberraschung, denn zum ersten Mal stehen bei den Olympischen Spielen deutsche Sportler im Skeleton auf dem Podest. Ein historischer Moment in einer Sportart, für die es sehr viel Mut braucht. Bei über 120 Kilometer pro Stunde
Stunde mit dem Kopf voraus durch den Eiskanal. Gebremst wird am besten gar nicht, notfalls mit den Füßen. Christopher Grothea, der raste ohne Bremsversuch ins Ziel. 4-mal Vollgas und Bahnrekord. Sein Erfolgsgeheimnis, ein alter Schlitten, neue Kufen und ganz viel Lockerheit. In der Ruhe liegt die Kraft, auch beim Jubeln. Kein Mann des Überschwangs ist Christopher Grothea. Er hebt nicht ab, explodiert nicht vor Freude, dabei hätte er allen Grund. Sein Sieg befreit die deutschen Skeleton-Männer vom jahrelangen Makel. Endlich gewinnen sie eine Olympiamedaille. Wir waren alle mega heiß drauf. Wir wollten zeigen, dass wir nicht nur in Altenberg WM-Medaillen gewinnen können. Wir können auch bei Olympia, wir können auch bei anderen großen Ereignissen Medaillen gewinnen. Im heimischen Altenberg gewann er 2-mal WM-Gold. Diese Siege gaben ihm Sicherheit und Selbstvertrauen, vertrieben all seine Zweifel, verliehen ihm die Kraft, sich in der olympischen Saison auch Hilfe für eine stärkere Psyche zu holen. Ich habe da mit jemandem zusammengearbeitet jetzt dieses Jahr und habe dann noch mal einen Sprung gemacht, bin da vom Kopf her echt so stark gewesen. Ich glaube, diese Olympiade habe ich wirklich im Kopf gewonnen. Souverän bestreitet er das Rennen, dominiert. Mit Bahnrekord zu Beginn gleich auf Siegeskurs. Bestzeiten in 3 der 4 Läufe. Großem Vorsprung vor dem Finale. Beherrscht er die Konkurrenz, fährt unbedrängt zum Erfolg. Den ersten deutschen Olympiasieg veredelt Axel Jung als Zweiter. Ich will nach Hause kommen und allen die Medaille zeigen. Ich will, dass die jeder sehen kann und ja, halt stolz auf mich ist. Und jetzt ist es wahr geworden und ich freue mich einfach auf den Moment, wenn ich nach Hause komme. Die Medaille ist der Lohn für seine Geduld in schwierigen Wintern zuvor. Monate war er verletzt. Vor Olympia bremste ihn Corona aus. Er verpasste die letzten Schlittentests, durfte nicht ins Trainingslager, bangte 12 Tage, ob er Peking überhaupt erreicht. Konnte zu Hause nur in Gedanken fahren. Es hat sich alles ausgezahlt in den letzten Jahren. Die ganzen körperlichen Probleme, die es mit sich gebracht hat. Ja, ich kann einfach sagen, das war es wert, weil es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl jetzt. Die Silbermedaille ist für Axel Jung Gold wert. Und schon morgen könnten die deutschen Skeleton Frauen nachlegen. Hanna Neise liegt nach den ersten beiden von 4 Läufen auf Platz 2 und ihre Teamkolleginnen Tina Herrmann und Jacqueline Lörling auf Rang 3 und 5. Momentan in Führung die Australierin Jacqueline Narracott. Statt Jubel gab es bei den deutschen Biathletinnen diesmal Tränen. Sie waren mit so großen Hoffnungen in das Sprintrennen heute gegangen. Allen voran natürlich Dennis Herrmann, vor 4 Tagen noch strahlende Olympiasiegerin im Einzel, heute nur auf Rang 22. Ja, die deutschen Biathlon-Frauen, die fahren im Sprint ihr schlechtestes Olympiaergebnis ein. Alles gegeben, nichts bekommen. Der völligen Verausgabung folgt große Ernüchterung. Ja, kann ich natürlich nicht zufrieden sein unterm Strich, aber ich habe versucht, irgendwie unbeschwert ins Rennen reinzugehen. Die Erwartungen groß. Denise Herrmann nach ihrem Olympiasieg im Einzel natürlich im Fokus. Dabei verliert sie genau den beim Schießen. Der erste Schuss löst sich ungewollt, geht weit daneben, die Medaille damit schon futsch. Herrmann läuft als 22. ins Ziel. Viel genauer zielt Vanessa Vogt. 10 Schuss, 10 Treffer. Klasse. Aber sie verliert Zeit auf der Strecke, wird 18. und ist damit beste Deutsche. Denn Franziska Preuß ist völlig von der Rolle. Schießt unkontrolliert, wird 30. Mir nervt es einfach richtig, weil ich überhaupt nicht der Biathlet sein kann, der ich eigentlich sein möchte. Und ich glaube, der ich ja eigentlich bin. Und gerade sehe ich einfach keinen Sinn mehr, irgendwie jetzt da noch weiterzumachen. Zweifel, Frust, Unsicherheit prägen diesen Sprinttag. Ich weiß selber nicht, was ich gemacht habe. Die Bedingungen waren gut. Und ja, dann ist man heute nur 55. Ein Tag zum Vergessen für die deutschen Biathletinnen. Nach dem Sprint strahlen heute die anderen. Gold geht an die überlegene Norwegerin Marte Olsby-Reuseland. Silber gewinnt Elvira Öberg aus Schweden. Bronze sichert sich die Italienerin Dorothea Viera. Nun ist es offiziell. Die russische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Valieva ist vor den Winterspielen in Peking positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden. Das teilte die internationale Testagentur mit. Sie war vom Internationalen Olympischen Komitee mit dem Fall beauftragt worden. Am Montag hatte die 15-Jährige Gold im Teamwettbewerb gewonnen.
Ja, ob sie nun im Einzelwettbewerb teilnehmen darf, das entscheidet sich vor dem Sportgerichtshof Kass. Shaun White ist eine Snowboard-Legende. Ich war dieser Sport, sagte er vor kurzem über sich selbst. Und das stimmt auch. Keiner hat das Snowboarden in der Halfpipe so geprägt wie er. Fünfmal war er bei Olympischen Spielen am Start, dreimal holte er Gold. Und jahrelang sprang er der Konkurrenz einfach davon, sogar mit eigenen Tricks. Heute hatte Shaun White seinen letzten Wettkampf. Und dass er mit 35 überhaupt noch mit der Konkurrenz mithalten kann, das zeigt seine ganze Klasse. Die letzten olympischen artistischen Flüge. Der letzte olympische Auftritt. Und zwar nicht nur eines Sportlers, sondern eines Snowboard-Künstlers. Snowboarden ist für mich mehr als meine Tricks. Es ist die Art, sich zu kleiden, die Musik, die ganze Kultur dieses Sports. Die Möglichkeit, was Neues zu zeigen, einen Trick, den niemand vorher je gemacht hat, um der Beste zu sein, wie man Dinge interpretiert. Shaun Roger White, bei Olympischen Spielen zum ersten Mal 2006 dabei. Olympische Triumphe, Weltrekorde, X-Game-Siege. Als Sechsjähriger begann er mit dem Snowboarden. Und jetzt, mit 35, gibt es in Peking zwar Rang 4 statt Medaille, doch er begeistert immer noch die junge Konkurrenz. Der Mann ist ein Arbeitstier vom Herrn. Hat, wie ich eben schon gesagt habe, immer alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und von dem her ist er auf jeden Fall ein großes Vorbild von mir. White kann Sprünge, Überschläge, Drehungen und noch viel mehr. Den Tomahawk, den hat er als erster gemacht. Erfunden von Shaun White, dieser Trick. Und nun als Rentner? Ich kann es kaum erwarten, was da kommt. Ernsthaft. Can't wait for what's next, honestly. Aber ganz ehrlich, auch ein schöner Abschied tut weh. Jetzt wird es schnell. Wir kommen nämlich zu den Speed-Disziplinen im Skifahren. Rock heißt die Piste, auf der diese Wettbewerbe stattfinden. Und Lara Gutberami aus der Schweiz, der scheint diese Strecke definitiv zu lieben. Lara Gutberami ist die neue Olympiasiegerin im Super-G. Die 30-Jährige aus dem Tessin in der Schweiz gewinnt das erste Frauen-Speed-Rennen bei Olympia. Sie ist auch die Weltmeisterin in dieser Disziplin. Bronze hatte die Schweizerin hier in Yangqing schon im Riesenslalom geholt. Die Olympiastrecke sehr glatt, aber nicht schwierig für die fünfte der Super-G-Weltcup-Wertung. Sie findet die beste Spur. Silber geht an die Österreicherin Miriam Puchner, links Bronze für eine weitere Schweizerin Michelle Gesine. Die einzige Deutsche am Start, Kira Weidle, die 22. im Super-G-Weltcup, wird bei ihrer Olympiapremiere in China 15. Ihr Highlight ist aber die Abfahrt. Dort ist die 25-Jährige vom SC Starnberg die Vize-Weltmeisterin. Viel Sonne und immer so um die 30 Grad in seiner Heimat hier. Da ist es eigentlich immer heiß. Benjamin Alexander, er kommt aus Jamaika. Seine Leidenschaft aber ist die Kälte und das Skifahren. Auch wenn er erst mit 30 Jahren angefangen hat, Alexander ist weit gekommen. In Liechtenstein durfte er an den nationalen Meisterschaften der Kapverden teilnehmen. Und hier hat er sich tatsächlich qualifiziert und startet jetzt als erster Skirennläufer aus Jamaika bei den Olympischen Spielen. Der Jamaikaner Benjamin Alexander, international erfolgreicher DJ und jetzt auch Olympiateilnehmer. Nicht im Viererbob wie die Jungs von Cool Runnings 88, sondern im Alpinski. Ich bin so aufgeregt, hier dabei zu sein und mich mit den Besten zu messen. Ich will es einfach nur genießen. Ich durfte als DJ auf allen Kontinenten auflegen, in mehr als 30 Ländern. Ich habe so viele verrückte Dinge kennengelernt, auch das Skifahren, und deswegen bin ich heute hier. Benjamin Alexander hat vor 8 Jahren mit dem Skifahren begonnen. Heute ist er 38, ein Spätstarter, könnte man sagen. Ehrgeizig, immer das Ziel vor Augen. In Liechtenstein hat er sich für Olympia qualifiziert, bei den nationalen Meisterschaften der Kapverden. Wo sonst? Am Sonntag startet er im Riesenslalom. Sponsoren hat der Jamaikaner nur wenige, das meiste zahlt er selbst. 90.000 Euro, Olympia ist nicht ganz billig. So, und dann hoffen wir jetzt noch auf ein Wochenendwetter in Höchstform, Sven. Ja, ist vorbereitet, habe ich alles notiert und wird umgesetzt. Viel Sonnenschein im Norden, einige Schleierwolken.
Und wenn man einen klaren Himmel hat und man dann ganz weit im Norden ist, dann kann man Polarlichter sehen. Und das hat Dr. Ingo Bertram, ein Kollege von mir, gemacht auf Island. Und ich wollte Ihnen diese Bilder einfach nicht vorenthalten. Vor einigen Jahren war ich selbst unterwegs im nördlichen Lappland und habe bei minus 27 Grad vergessen zu frieren, weil es dann einfach so unglaublich schön ist. Teilweise auch hier mit der roten Einfärbung. Der elektrisch geladene Sonnenwind trifft auf Sauerstoff- und Stickstoffatome. Dann werden die Elektronen auf ein höheres Energieniveau gebracht und dann fallen sie direkt wieder zurück. Und das Zurückfallen, das löst das Licht aus. Und da haben wir eine Tabelle. Sauerstoffatome bei dem Zusammenprall auf 100 Kilometer Höhe gibt grünes Licht. Auf 200 Kilometer Höhe gibt rotes Licht. Deswegen kann das so schön bunt werden. Und wenn Stickstoff angeregt wird, dann ist es sogar violett. Wir schauen aufs Wetter. Was passiert? In der kommenden Nacht sieht man zunächst, dass sich die alten Wolken allmählich zurückziehen. Sonst ist es vielfach klar. Hier im Norden sieht man die ersten Schleierwolken und die werden uns morgen Vormittag immer ein bisschen beschäftigen. Da ist der Sonnenschein ein bisschen milchig, meistens drückt die Sonne durch. Weiter nach Süden wird es immer sonniger. Da ist es aber zuvor in der Nacht klar, am Alpenrand geht es runter bis minus 10 Grad. Sonst für die meisten aber auch eine frostige Nacht mit minus 2 bis minus 7 Grad. Aber morgen merkt man, Februarsonne drückt Temperaturen schon wieder nach oben. Wir haben dann 5 bis 9 Grad in den Mittelgebirgen, 1 bis 4 Grad. Der Sonntag fast noch mal so wie der morgige Samstag. Die Schleierwolken von Norden später zahlreicher. Dafür im Südwesten bis 14 Grad. Montag von Westen dann die ersten Tropfen. Also Spannendes am Himmel ist immer zu sehen. Morgen dann vor allem die Sonne, Karin. Dafür besonders vielen Dank, Sven Plöger. Hier ermittelt jetzt im Ersten der Münchner Hauptkommissar Hans van Meufels in einem Polizeiruf 110. Und wir wünschen noch einen schönen Freitagabend und einen ebensolchen Sonnabend obendrauf. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Helge Fuest. Auf Wiedersehen.